Das Wichtigste an Weihnachten. Eine Fabel von Johannes Hildebrand. Einige Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten sich darüber, was wohl die Hauptsache an Weihnachten ist. »Na klar, Gänsebraten«, sagte der Fuchs, »was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?« »Schnee«, sagte der Eisbär, »viel Schnee«. Und er schwärmte verzückt, weiße Weihnachten feiern. Das Reh sagte, ich brauche einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern. Aber nicht so viele Kerzen, heulte die Eule. Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache. Aber mein neues Kleid muss man sehen, sagte der Pfau. Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich nicht Weihnachten. Und Schmuck, krächzte der Elster. Jedes Weihnachten kriege ich was. Ein Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste. Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen, brummte der Bär. Das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich lieber auf Weihnachten. »Mach's wie ich«, sagte der Dachs. »Pennen, pennen, das ist das Wahre an Weihnachten. Mal richtig ausschlafen.« »Und saufen«, ergänzte der Ochse. »Mal richtig einen saufen und dann pennen.« Dann aber schrie er, »Aua!« Denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. »Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind?« Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte, das Kind, ja das Kind, das Kind ist die Hauptsache. Übrigens, fragte der Esel, wissen das eigentlich auch die Menschen?